So. Willkommen zurück. Erstmal denke ich, schätze ich mal. Am Ende ist das Video mitten in einem Video und ich versuche nur höflich zu sein. Och man. Ich gehe hier alleine. Dass der sich das auch traut, hier so rüber zu laufen, das würde ich in Realität nie machen. Okay. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Liegt hier eine Leiche? Irgendwo? Ein Skelett oder sowas? Bitte eine Waffe. Au. Ein Fotoapparat, ein Seil. Nice. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this, pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. What, was he a fella you had a thing with? Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, you know, our love could never really be understood. Ugh. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. What, they couldn't handle your unique brand of charm? Not many can. Unsurprising. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Okay, ja, das war jetzt viel Gerede. Ich habe den Großteil gar nicht richtig zugehört. Dass sie überall das gleiche Passwort verwenden. Hier muss ich wieder aktualisieren. Dun, dun, dun. Was? Eine versteinerte Kralle? Hallo, Erklärung. Someone found a fossil and put it in a cash box. Oh, really? War's das? So, okay. Debbie. Delayla, Debbie? Könnte sein. Steve, Steve bin ich nicht, okay. Oh Gott. Ich kann die Schrift kaum lesen. Okay. Der neue Typ at Two Forks, das bin ich. Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Nun ja, aber... Die sind zu mir gekommen. Es muss einer gewesen sein. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire.
campfire. You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain-link fence? A chain-link fence? Yeah. It looks like it surrounds a huge area. Huh. That's weird. Who are they keeping out of here? And why? Geez, I don't know. Maybe it's biologists, you know? Well, they don't want people traipsing on their precious lichens. What's a lichen? Well, wouldn't you lichen to know? Oh my god, goodbye. I'll ask next time I talk to someone, but that'll probably be a few days. Okay. Der Zaun hat mich jetzt nicht so sehr interessiert, tatsächlich. Ich habe ihn halt gesehen und ich denke, da komme ich jetzt noch nicht hin. Sorry about snapping at you earlier. I thought about it and yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I don't mean that the way it sounds. I mean, I care about people, and I like companionship as much as the next person. I'm actually married. But you're here. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Tja, das ist ja interessant. Die dünne Rauchsäule kann ich nicht mehr callen. Komme ich hier noch weiter runter? Scheinbar nicht, okay. A Canyon-Übergang? Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Well, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Da ist wieder die Musik, jetzt wird gleich was passieren. Ich brauche eine Waffe. Irgendeine Waffe. Ein Baseballschläger. Irgendetwas. Die Musik verrät mir, dass gleich irgendwas. Ich werde wen treffen. Irgendwen oder werde wen sehen. Jemand, der mich K.O. schlägt, oder ich schlage ihn K.O. Oder sie. Sehe ich das Rauch noch? Hallo? Hört mich jemand? Niemand wird mich schreien hören. Hallo, kann ich das nicht entfernen? Okay, kann ich nicht. Okay, die Musik hat aufgehört. Dort ist noch was, was ich einsammeln kann. Der Weg zurück wird mich umbringen. Hier ist nicht mal ein Schloss dran. Was ist denn das für eine Nummer? 306? Ist direkt neben meiner Basis. Das wäre für mich ein Grund, anzurufen.
Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Hangout brennt. Mein Lookout. Okay, das hier ist der Platz, wo ich die paar Kinder aufgescheucht habe. What does she have? She's got Alzheimer's, like dementia. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Yeah. What was it like when you guys found out? We were scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Ich dachte, ich hätte dort oben wen gesehen. Okay, ich bin noch in der Sequenz drin, wie es aussieht. Da hat es kurz geleckt, das heißt, gleich kommt ein Gespräch, schätze ich mal. Oder irgendwas hat geladen. Ich kann nicht reden oder so. Oh Gott. Ich habe echt das Gefühl, dass hier gleich was passieren wird. Ja, ich bin jetzt mal ruhig ein bisschen. Okay, ich glaube, ich sollte dort vorne einfach das Seil runtergehen und nicht hier irgendwie herumkunden, weil hier sind unsichtbare Wände überall. Jetzt finde ich das Seil nicht mehr, oder wie? Wo ist denn die Rauchfahne schon wieder? Wo ist der Rauch? Hier geht's runter. Ich trinke kurz was. Ah, so schön professionell. Das ist wundervoll. Ich hoffe, ihr habt's gut hören können. Dann habt ihr eine Bereicherung für euer ganzes Leben erf. Wieder kurzer Lag. Was ist hier los? Ich sehe die Rauchfahne nicht mehr. Das macht mir Sorgen. How'd you meet? Ah, in der Bar. Met in a bar. The birthplace of modern romance. I stumbled over and told her she was pretty, and that was it. Aw, you were brave. I was drunk. Ist doch auch was. Wo bin ich? Oh Gott. Aber es ist richtig, weil Story Gelaber. Ich sehe aber keinen Rauch mehr. 1, 2, 3, 4. Macht euch immer so ein Passwort, weil das ist ziemlich gut. Vermisstenmeldung. Missing Person Mitch 31. 6,2 Fuß hoch. Das ist der Typ, den ich gesehen habe.
Sonst Kiefernzapfen. Okay. Wo ist die Rauchsäule? Well, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Okay, wenn mich das hier zum Smoke leadet, dann ist ja alles gut, weil ich sehe den Smoke nicht mehr. Die Musik kommt wieder. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. It's a really nice waterfall down here. Even those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. So, ich bin natürlich auf der falschen Seite gegangen. Oh. Dun 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 dun. Hallo, hallo, hallo. War ich richtig und bin jetzt falsch? Wieso komme ich hier nicht hoch? Wieso macht man hier eine unsichtbare Wand hin? Das ist ein bisschen nervig. Oh, hier ist ein Zelt. Und hier ist kommt der Rauch. Wahrscheinlich, ja. Well, I found the source of that fabric. Their tent looks like it's been through the shredder. You're there? Where are they? I don't know. Gone. This whole place is torn apart. What happened? Honestly, it looks like it could have been a bear. Oh, Jesus. Okay, I need to be honest with you. If I find a dead body out here, I'm gonna be sick. Well, don't yak. Just look around and let me know what you find. Actually, you've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Some of their clothes are all torn up. That's not good. Okay, wir sind scheinbar ein Axtmörder. No, they're gone, for sure. How can you tell? Well, the girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say? I'm going to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? Hey, I didn't do this, okay? Someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but...
They're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Okay, Tag 3. Because I'm horribly superficial. This isn't that hard. Unless you just don't want to answer. I could be Tom Cruise's good-looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in People he's like 5'0". Yeah, well, you can't win them all. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Clothes. I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like, good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know? I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Ich glaube, ich habe einen Bart. Ich muss mal gucken, wie ich aufsehe. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Your what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Wie sehe ich aus? They're steely, cold hard stare. Like a Siberian husky. Sure. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Ich habe dort gar keine Fotos gemacht, fällt mir auf. Naja. Mal sehen, was ich jetzt hier weitermachen sollte. Habe ich noch Narben oder sind das Haare? Keine Ahnung. Bretter suche ich. Hier liegen doch Bretter. Kann ich die nicht alle nehmen? Nein, kann ich nicht. Okay. Betonsteine sind da schön. Warte, wieso sollte ich eigentlich hier suchen nach Brettern? Warum? Wieso sollten hier Bretter liegen? Was ist das für eine Aufgabe? Kann ich mich beschweren? Hier ist wirklich ein Holzbrett. Warum ist ich... Warte, mehr Holzbretter, okay. Ich bin gerade verwirrt über diese Aufgabe. Hallo, hallo. Hallo, Leute. Mehr Bretter. Wo könnte ich mehr Bretter finden? Was ist das für eine Aufgabe? Hallo, bitte. Das kann doch nicht. Soll ich jetzt hier auf Erkundungstour gehen und Bretter suchen?
Das macht mich gerade verrückt. Ich meine, sowas, wieso sollte ich? Warum? Kann ich irgendwas melden? Und was war meine Aufgabe? Besorge mehr Bretter. Ja, aber wo? Wo soll ich die denn finden? Ich gehe sicher nicht. Tue ich das? Nein, tue ich nicht. Ich gehe sicher nicht durch den ganzen Wald jetzt in den Canyon oder so und suche Bretter. Wieso sollten die dort sein? Die müssen irgendwo bei mir in der Nähe vom Aussichtsturm sein. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Hier muss doch ein Brett sein. Okay, dort kommt wirklich Wasser raus. Das ist schön. Lailas Turm. Ich möchte mir was anhören, was sie zu sagen hat. Ist ihr Turm in der Richtung? Ja. Hallo? Ach man. Ich kann ihr nicht schreiben. Und sie beobachtet mich. Das heißt, ich muss cool wirken. Weil ich bin ja auch cool. Okay, hier ist kein Brett, liegt da unten ein Brett. Oh, ich glaube nicht. Wo sollten diese Bretter sein? Zehn Kilometer nach Norden, Feuerwacht. Zu Delilah. Irgendwann muss ich doch zu Delilah kommen, damit ich sehe, wie sie aussieht. Am Ende ist sie die Böse, wie immer. Entschuldigung. Das hat sich wahrscheinlich ziemlich schlimm angehört. Wieso kann ich nicht diese Bretter nehmen? Die halten mich eh nur auf. Beziehungsweise sind kaputt. Ich gehe mal da wieder hoch und schau, ob ich das schon machen kann, was ich machen soll, weil irgendwie nun ja. Eigentlich könnte mich jederzeit in der Nacht einer von denen umbringen. Warte, ich hab da doch. Okay. So wie das aussieht, fehlen mir noch zwei Bretter. Wo sehe ich denn noch Bretter? Das ist eine Aufgabe, die mir hier geben. Wo? Wo? Ich weiß nicht, was ich jetzt... Soll ich hier alles in der Gegend absuchen und bretten? Oh Gott, kann ich nicht mal... Oh, das war doch schon die ganze Zeit dort. Wenn ja, dann tut's mir leid. Ich bin halt blind. Oder vielleicht erscheinen die erst, wenn...
man das angebracht hat. Ich glaube nicht, dass das die ganze Zeit dauert. Das gebe ich nicht zu. Zack. Und dann hier runter und... Wo ist das nächste Brett? Liegt hier irgendwo eins? Ey, nein! 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 Das gucke ich mir dann an, ob die vorher schon da war. Das kann nicht wahr sein. Nein! I got that window all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Okay. Wenn ich mental bereit bin, würde ich gern Whisky in einen Schluck nehmen. Damit ich bereit wäre. Okay, ich denke, das war's. Obwohl, nein, ich werde mir jetzt kurz mal anschauen, ob die Bretter vorher auch schon da waren. Das heißt, hier kommt wieder ein kurzer Cut. Freut euch auf viele tolle Dingensen. Auf. Also wir wissen jetzt, dass bald 1. September ist. Ist immerhin. Ich habe einen 20-seitigen Würfel. Okay, ich habe genug. Bin ich gut. Ja, dann bis gleich.